Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Game of Life 2 mit Bram, Sepp, Jay und mir. Und hallo. Wir haben das schon mal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es in der letzten Folge war oder ist doch egal. Jeder von uns hat 3 Vetos. Das bedeutet, ich werde jetzt mein erstes Veto nehmen direkt und sagen, Sepp, du nimmst Karriere. Ah, Universität, danke Christian, das wollte ich eh nicht wählen. Karriere? Da steht Karriere Beruf oder Universität. Ne? Bei mir steht College oder Career. Ah, oh, lol, du hast das auf Englisch, okay. Ja, nein, ich will nicht übersprungen werden. Wow. Warum auch immer? Wieso hab ich das auf Englisch? Alter, Clownfischierte, da sehe ich dich. Da könnte jetzt jemand sagen. Aber ich veto das Christian. Auf jeden Fall nicht. Das darfst du frei wählen. Du musst immer ein bisschen warten. Guck mal, du hast die 6 bekommen. Ich hab doch gewartet, Jonathan. Ja, 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 ich wollte, ist ja auch gut gewesen, ne? Aber ich veto die 1. Und wir konnten nicht, cool. Wir konnten nicht gegen vetoen. Also, ne, wenn. Nee, wenn man jetzt kann nicht Veto machen. Genau. Veto. Cool, ich bin ein bisschen gebildet. Du bist Seeigelfarmer, also einen geileren Job gibt's ja wohl nicht. Ja. Ei. Veto! Christian, mich gefickt, ich fick dich jetzt auch. Beruf! Okay. Alles klar. Hunger. Nein, er kriegt. Alter, Meeresschneckenwäscher, was ist das für ein geiler Name? Farmer oder Conchwasher. Working at the car wash. So, da ich noch nichts gehört habe. Alter, mit so einem ekligen Fischschwamm, ey. Lucky number 2. Was heißt denn Fischschwamm? Sind nicht Schwämme theoretisch früher immer aus Fischkrams gewesen? Was, wie kann sein? Was weiß denn ich? Weiß nicht. Wahrscheinlich. Also man konnte ja so synthetische genommen, Schwämme doch nicht herstellen damals. Falls ihr euch im Video übrigens wundert, was das da oben rechts zu bedeuten hat, wir sind im 120-Stunden-Stream. Bam. Und Christian streamt auch. That's right. Genau, da ich gerade stream. Oh, oh, ich kann mir direkt. Das ist bei dir ein ganzes Gehalt. Mach mal bitte die 6. Das ist wie ein Gehalt. Oh, das war nicht so gut. Ich finde, 100.000er Runde ist schon okay. Keine Karte für mich. Ich hab schon Vito rausgehauen. Ja, wirklich. Bram kann von mir aus anfangen. Kann Bram mal die Uni nehmen. Anfangen war jetzt echt scheiße. Und Leute, Jay Uni ist echt stark. Will. Hä? Wieso? Ihr hättet ja auch die Wertung können. Ja, ich hab doch schon. Genau. Ja, ist ja okay. Aber warum sollte ich jetzt Bram was Böse tun? Wirklich? Wie er jetzt am Hoffen ist, dass ich ihm nichts tue. Ja, dann machst du das halt. Oder jemand anders. Jeder hat 2 Vetos, wa? 3. 3. 3 sogar. 3. Ja. Boah. Hat man tust eigentlich die Spielentscheidung? Tust du mir kein Leid? Tue ich dir kein Leid? Jetzt muss ich überlegen. Das ist heute meine Taktik. Das ist eine Taktik. Nee, ich Jay will einfach maximal. Die hat Bram letztes Mal auch gemacht. Ficken nachher. Ja, die hat letztes Mal auch gemacht, habe ich 3 Stück abbekommen. Nee, nee, Jay, ich mach Veto, du nimmst auch Beruf. Ja. Nee, ich Seeigelfarmer? Jay, du bist Farmer oder Clownfischhörner. Das ist einfach schon. Der Vorteil mit der Universität, ist einfach zu groß hier. Ja, kein Problem. Ja, stimmt, der ist der Einzige, aber der zur Aber das Uni ist schon durfte. Okay. Danke, Jay. Arbeitskollege Jay finde ich schon nice. Ja, also. Sepp und Christian sind jetzt safe vor meinen 3 Vetos. Oh, vor allem direkt, nice. Ja, sicher. Bram hat angefangen. Außer ihr ballert mir gleich noch welche rein. Dann kriegt ihr auch noch von mir was ab. Direkt. Ich glaube, ich darf das aussuchen, nehme ich mal an. Ne? Ja. Ich brauche, glaube ich, Geld hier heute. Meine Moneys. Das ist rot. Ja, mega. Das fängt wieder insane an, dieses Spiel. Aber Jay, hättest du Bram gefickt, dann würdest du jetzt nicht so doof dastehen. Oh, schön. Ne, da würde ich ja genauso doof dastehen. Ja, aber Bram auch. Da hinten ist Herr Rochen. Ja, du hättest den ja auch ficken können. Ja, warum? Ich hab Christian gefickt. Ja, und? Dann kannst du halt 2 ficken. Alter, ich hab jetzt gerade Recovery-Time. Mach doch einfach ein bisschen Gangbang. Du hast keine Recovery-Time. Ach so. Mein Global Cooldown, oder was? Ja. Ich hab Cooldown, also zumindest. Was sagen die Map? Finde ich sehr geil. Das ist mir egal. Hey, von mir brauchst du nichts zu befürchten. Das ist lang. Ist ja nice. Ficken, ich hab Cooldown. Ich muss leider ein bisschen lernen. Muss man ficken, hast du Cooldown? Oh, was? Oh Gott, ich dachte, ich muss ihm wieder payen. Nein, das ist schlecht. Wäre doch eine schöne Sache, wenn du mir noch ein bisschen Geld gibst. Oh Mann, ey. Also, ich veto jetzt, dass Christian eine 10 würfelt. Mach mal. Der geht ja nicht. Oh. Aber der 6 kann er machen. Ja, danke. Das wäre auch schön, wenn man aussuchen könnte, was man würfelt.
Würde man, glaube ich, immer die 10 drücken, oder? Wenn du der Erste wirst, weiß ich nicht. Erstmal fett bankrott hier. Eine Karte. Na gut. Schere, Stein, Papier. Der Winner kriegt 1000. Ich Party. Boah, nee, ich mach das. Du kannst gleich ein Veto machen, denn die Dichte. Ja, dann Leute, schmeiß ich euch eine Party. Oh, was? Ist ja klar. Du gehst eh davon aus, dass du verlierst, okay. Wieso? Ah, ich hab ein Puzzleteil bekommen. Ey, wieso geht er davon aus, dass er verliert, wenn er eine Party schmeißt und sich zwei Herzen zeigt? Ja, weil das kostet ja auch 100k. Ja, aber er hat auch aktuell eine Krone. Ja, pff, das hat nur 160. Nee, das hat nur 60 gekostet. Du. Stimmt. Oh, nee, machen wir nicht. Effektiv so. Hast du was wiederbekommen. Investieren in Liebe. Wait, du hast jetzt erst abgeschlossen? Oh mein Gott. Ach, ja. Boah, das Fosch ist seichte Gewässer. Oder Meeresschneckenhändler. Conch-Trader. Gönn dir mal die 80.000. Gönn mir ja Fosch nur seichte Gewässer, ja? Naja. Alles klar. Fangen wir damit mal an. Hat jeder jetzt einen Veto benutzt? Gar nicht so groß, leider. Ja, aber damit kommt er zumindest nicht so weit weg und wir hassen ihn ja, trotzdem jetzt alle. Ja, er kriegt einfach noch mehr Geld. Nee, genau, deswegen kriegt er wahrscheinlich viele Vetos jetzt ab. Ja, nee, aber es wäre gut gewesen, wenn er jetzt bei den 100k geblieben wäre, dann hätte er jetzt einfach die 100k reingedrückt, kommt auf null. Das wäre halt schon nice. Jetzt ist er nicht so lohnenswert. Jetzt macht nimmt der halt eh. Oh, ich weiß doch, beim letzten Mal hatte ich 10 Schuldscheine, weil ich so viele Häuser gekauft habe und das hat mich tief kaputt gemacht. Alter, das war... Jetzt feedet er eh wieder. Ja, was soll ich denn machen? Ich habe halt immer Pech in diesen Spielen. Jo, da hat Jay um 3 Punkte verloren beim letzten Mal, das weiß ich noch. Das stimmt, das war knapp. Ja, Jay, gönn dir. Wenn du eine Familie gründen willst. Mach wieder Max. Ah, kann er nicht. Ich will keine Familie gründen. Ich habe ja gar kein Geld als Seeigelfarmer, um mir überhaupt eine Familie jetzt leisten zu können. Seeigelfarmer. Außer mit einem richtig schönen Farmer, aber du kannst mit den Seeigeln kannst du ja dann ein bisschen. Er ist mir zu starrelig. Wie geht das denn? Wie geht das? Ich sag, egal, du siehst den Fernseher. Ja, ich weiß nicht, Jay. Er arbeitet hier für Charity, ja, genau. Hä, willst du denn nicht? Friendly Fire, 2.12. Das ist ein Argument. Okay. Das sind ziemlich viele Felder, ja, die ich nicht würfeln darf. Das ist ganz schön doof. Ich hoffe, ich habe jetzt das richtige Datum genannt, aber ich meine, das wäre das richtige. Ja, ist ja das 2.12. Das hätten wir schon gesehen, Jay. Das kannst du wehtun? Okay. Ja. Ich leg das einfach um. Okay. Würfel mal. Der Greedo! Yes! Jawohl, geil! Das war nicht Family! Wo hast du das? Das jetzt? War nicht Family! Das war Steuern! Ich wollte mich gerade. WTF! Das war Steuern! Hä, nee, bei, mir war das auch Steuern. Bei uns war das auch Steuern! Nee, weil es gibt Desing in dem Spiel! Wann gibt's denn bitte Desing? Wie geil ist das denn? Also, ich hab einfach ein bisschen weiter gedrückt. Ja, ist ja auch fein. Chat sagen, das war Steuern. Das ist schon geil. Das ist ja Friendly Fire Merch wird übrigens immer gespendet. Falls ihr euch, also wenn ihr Sachen im Sommer kauft, dann kommt das trotzdem in die Spenden so mehr. Es gibt da keinen Stichtag. Ab dem 2.12. ist alles danach für uns. Boah, das ist doch geil. Nur am ersten Tag wird das gespendet und alle anderen Tage geht das in unsere Tasche. Ey, das ist immer gut. Ich find's immer gut für. Oh, da wird geblieben. Jay kriegt aber auch richtig den Arsch voll gerade. Wie viel Geld Jay hat, ey. Ja. Ja, das ist okay. Ist auch Single. Richtig. Okay. Das findest du okay, ja. Da kommt schon. Ich wollte aber bestimmt etwas anderes heiratest. Ich brauch Kinder. Dafür habt ihr alle Kronen. Also ihr seid vor mir. Und er gibt einfach 10% von meinem gesamten Vermögen, Alter. Das Gute ist, dass ich jetzt 20. Geil, oder? Da will ich mit bleiben, ey. Ich rauch die Single. Ich wegfarbe. Ja, du bist nochmal dran, ich wollte gerade würfeln. Ja, ja, ich muss ja. Wo stehe ich denn? Da, wo ich bin. Aber da habe ich doch geheiratet. Ich stehe da, wo ich bin. Ja, das habe ich schon mal gehört. Irgendein Philosoph hat das gesagt. Also eine 3, 4 oder 5 wäre gut. Das stimmt. Eine 4 wäre gut. Wir werden mit einer 10. Das ist eine 9. 3, 4 oder 5. Ach, Mann! Oh, oh. Ach, nö! Hätte er eher die 10 gegönnt. Ey, was? Das ist fast mein ganzes Gehalt, weißt du? Was?
Wie in welcher echt? Staat besteuert denn die Niedriglohn, der den Niedriglohnsektor mit 90%? Atlantis, die Hurensöhne. Ei. So heißt die Stadt? Weiß ich doch nicht. Kennst du eine andere Stadt unter Wasser? Ja, ach ja, klar, Rapture. Wie heißt das von SpongeBob hier? Bikini Bottom. Ja. Oh. Bikini Bottom könnte das auch sein. Alter, wie man sich einfach gönnt. Da gibt's keine Steuern in Bikini Bottom. So, meinst Desync du? Vielleicht? Das wäre so witzig, wenn jetzt wieder was anderes kommt. Der Beruf. Natürlich kriegt der Beruf. Oh, natürlich bekommt er eine Gehaltserhöhung. Oder try get a better job. Möchte natürlich jemand irgendwas machen? Nee, dafür lohnt sich das nicht. Hey, kriegt er den Kackjob. Gucken wir mal. Nee, das befürchte ich leider nicht. Yeah! Oh mein Gott! Alter! Oh mein Gott! Ein Lacker! Meeresschneckenhändler oder das geistliche Oberperle? Ja. Niemand? Ich fand das gerade scheiße, dass ich das gemacht habe, mache ich das jetzt auch nicht. Weil ja, also ich finde, in meinen Augen bringt das jetzt nichts, ihm einfach nur 20.000. Nee. Also, Also, da kannst du besser eben woanders was reindrücken. Jetzt sind overall dann richtig, richtig viel. Und ich habe noch 3 Sekunden, bevor ich rausgekickt werde, ich nehme. Ja, nimm doch! Ja, ich wollte euch nur Zeit geben, nicht danach reicht. Ich wollte aber doch. Ja, ja, aber dann ist halt Pech gehabt. 5-Sekunden-Regel, Bam. Ah, die 4. Da hätte ich noch 50k nicht mehr, Bram. Das ist richtig. Bram, so ein Schwein ist und mir da reindrückt, ne? Ach krass, du kannst den Better Job einfach von der Karte auswählen? Das war krass. Du hast auch so viel Geld auch noch. Ich finde, du arbeitest nochmal für Charity. Oh, ist da der zweite Wort? Oh, Bram hat seinen zweiten genommen. Ich muss euch weghalten von den Jobs. Veto. Aber der Jay, das war jetzt Pech. Ich bin ganz ehrlich, wenn Sepp das gewesen wäre, ich das genauso gemacht. Zweimal auf mich, ist okay. Das ist okay. Das ist dafür, dass ich erst dir die Hand gereicht habe. Ne? Du bist so ein Wichser. Das ist richtig. Zeus, Zeus, dankeschön. 10 aus da gelassen, einfach mal. Mann. Wer hat eigentlich gewürfelt? Wer ist eigentlich dran? Ich, Sepp. Ich bin dran. Du bist dran. Ah, ich glaube, Kart ist besser. Kartrennen unter Wasser, das ist ja völlig hanebüchen. Oh Gott. Oh, was? Uwo. Ja, na klar. Mann, jetzt gönnt Bram bestimmt noch mal 200.000, ey. Oh! Okay, also, Jay, das also Jay, ich will ja Geld nicht jinxen, aber das kann ich jetzt Johnny, nicht mehr eigentlich verlieren, oder? Okay. Scheiße. Ja, nehme ich. Alter, guck mal, gar nichts gemacht, Jay, bisher zu halten. Er ist jetzt 660. Das ist eigentlich der Optimale gewesen. Ja, und damit 40.000 weniger effektiv als du. Das ist eigentlich optimal gewesen. Warum kriegst du jetzt nur 10.000? Entschuldigung, 30.000 weniger als du. Wahrscheinlich, dass da du auch noch mehr Püppchen da hast, von den Teilen wirst du wahrscheinlich vor mir sein. Okay, wo stehe ich denn? Wo will ich ja, du hast so halt 5 so von den Teilen sein. Schon, ich habe halt einen. Also bist du schon vor mir in der Endabrechnung. Es ist fast egal, außer ich bin für die 1. Na, warum müssen wir denn alle für einen scheiß wohltätigen Verein arbeiten? Das ist gut doch für dich. Ich würde dir da so ein Ding gönnen. So einen neuen Beruf. Na, Peter ist nicht da, Freunde. Peter ist noch im Urlaub. Aber ich glaube, der ist fast auf dem Weg zurück, oder? Nee, der darf auch nicht mehr mitspielen, sonst gewinnt ja kein anderer außer Peter. Der müsste da eigentlich schon auf dem Weg zurück sein, oder nicht? Ja, müsste, ja. So, möchte jemand auf meine Lebensentscheidung Einfluss nehmen? Bram, du kannst gerne durch die Welt spuren. Nee. Okay. Ob Krabbe oder Rochen. Oh. Egal. Schön. Alter, 710.000. Naja, er würfelt sehr häufig eine 10, das finde ich ganz okay. Schicksal. Du rusht jetzt aber auch durch, ey. Ja, Kong Destiny kommt hier. Steuern. So richtig. Oh, wichtig. Oh, das ist so Karma. Was bringt seinem besseren Job? Das stimmt, heute gewinnt jemand anders als Peter. Ja, yay. Am es Ende denn, gewinnt trotzdem aber yay oder was sagen, Jay? Es sei denn, irgendwer kommt da noch angerauscht. Das wäre noch, am Ende gewinnt trotzdem Peace, das wäre lustig. Alles scheiße hier, ey. Voll die entspannte Mucke.
Ja, ich finde die auch cool. Eine 5. Warum kann ich nicht mal eine 6 machen? Das gibt's doch nicht. Egal. Achso, war immer eine 5. Oh, Häschen. Such dir was Schönes aus. Möchte jemand was durch sagen? Such dir was. Marit, mach wieder, mach. Aber ich hab doch nichts zum Rumpsen außer meine Katze. Nee, doch nicht. Boah, das wäre aber auch geschmeidig. Also ich sag dir, mir letztes Mal haben die Häuser mich kaputt gemacht. Das stimmt. Aber mit da habe ich aber auch 3 Stück gehabt. Hast du richtig fett Minus gehabt, auf jeden Fall. Ich kann ja nur kaufen drücken. Nee, du kannst doch jetzt abbrechen. Jetzt kannst du abbrechen drücken. Boah, Sepp, da gönnst du dir aber die richtig geilen Dinger, ey. Ey, ich gönn dir. Ich gönn dir alles, was du da hast. Das Eigelhaus, Alter. Alter, ich bin auch noch Seeigelgräber oder so, ne? Ja, dann passt das doch ganz gut. Du, was denn? Du farmst die Seeigel und wohnst in denen. Das ist doch super. Der Hase, der im Seeigel wohnt. Boah, Alter. Mit meiner Katze zusammen. So, Freunde, jetzt ist scheißegal, weil ich würfel nur nicht so einen Stern aus haben. Meinen. Ah, egal. 8. Ich brauche eine 1. Ah, jetzt eine 8 ist gut, Christian. Das stimmt. Ja, was nimmst du? Family. Klar. Wird das Stern. Alter. Das ist echt. Boah, damit du mal zusammenrechnen, wie viel Geld du in den Arsch geblasen bekommst. Alter, das ist wirklich. Krieg ich echt viel Geld in den Arsch geblasen. Oh, immerhin 2 Kindchen, ey. Ne, 1. Schade. Ich kann aber aus 2 wählen. Alter, da kommt der Wal an und trägt dir dein Baby ran. Einfach im Korallenriff gefunden. Unter Wasser bringen alle die? Lol. Ja, wissen viele gar nicht. Was hast du denn da bloß? 10. Danke fürs verschenkte Abo. Schade. Ich schon wieder. Bram hat jetzt sogar Jaberwild ETF. Hä, wieso denn nicht? Ja, weil er so ganz am Anfang war. Ja, der hat aber doch ein paar 10 gewürfelt. Ja, leider. Der ist noch so niedrig. Niemand? Ja. Oh, Alter. Oh, Markus hat 20 Abos verschenkt. Dankeschön. Danke, Markus. Dankeschön. Ja, kann. Niemand. Nicht mehr. Haben wir sogar 2 von den Kronen schon. Ja, ja. Shit. Und richtig verdient freudig. Das meiste Geld. Aha. Jay, du hast das meiste Geld. Also noch ja, aber bringt ja nichts, weil ich keine Krone habe. Ja, du holst dir doch die Liebeskrone, oder nicht? Ich glaube nicht. Achso, soll ich die holen? Soll ich da rechts rumgehen, Sepp? Keine Ahnung, was du entscheidest. Achso, okay, was ich entscheide. Also ich darf entscheiden, okay. Ah, jawoll! Nochmal 50k! Alter. Sonst ist das ja recht ausgeglichen mit dem Hin- und Herschieben vom Geld, aber jetzt habe ich das Gefühl, Jay gönnt. Jay gönnt, ja. Wow. Warme Schlafsäle oder ein Garden Chalet. Royal Garden Chalet. Wow. Danke, Zobel. Wow. Wie fancy du auch aussiehst, ey. Was ist das? Ja, ja, ja. Ich bin der Player unter den Seeigelfarbern. Du bist voll der Pimp. Ja, ja, ja. Tausendhaus. Ich bin berühmt berüchtigt dafür. Jay ist bei potenziell 1,2 Millionen. Ja, Jay ist auf jeden Fall weit weg von mir. Oh, eine 1. Das wäre mir auch cool für dich gewesen. Nee, wäre nicht okay gewesen. Oh. Oh, ich gönn dir ein gutes Haus. Gut. 3er Chance. Das ist wirklich gar nicht schlecht. Jetzt schaffst du das. Ja, ja. Könnt ihr jetzt auch sagen, klick links. Oben links, ja? Will jemand? Ich sag ja, nee, ich sag hier nichts, das ist immer das Falsche, was ich sage. Alle oben nehmen. Ja, hey. Also du kannst zumindest kein Minus machen. Kann man das nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist mindestens 200. Mindestens 200, nein, ja. Was ist das? Nee, 210. Du kriegst immer Plus. Ja, immerhin 58k. 58.000. Das ist mehr als ein Gehalt bei dir. Ist aber auch eher bitter aus so einem Haus. Kriegst du da eigentlich nochmal einen Schweinchen für? Ja, ich meine schon. Ach ja. Komm, ey. Endlich ist mein Arsch auch auf. Ja, ich glaube, das Spiel werde ich nicht gewinnen.
Ah, Christian, believe. Wo dran denn? Ja, an deine Liebe. Heilige Spaghetti-Monster. So, was kann ich machen? Mein Leben weiterleben oder einen Online-Kurs machen? Ist ja nice. Selbstmord ist keine Lösung. 64.000, nenn mir ist das egal. Alles klar. Ich gönn dir. So. Abschluss auf dem zweiten Bildungsweg. Ja, heißt Christians aktueller Potenzial 500.000. Ach du Scheiße, und er kriegt nur Schmutz? Ja, du kriegst halt nur die erste Uni-Sache, ne? Oh, ich dachte, du kriegst dann trotzdem die zweite Uni-Sache. So, nee. Conch-Trader. Oh, das ist ja ultra-assi, da bist du ja richtig gut, wenn du das erste Mal nicht hast. Ich hab gerade eine Gehaltserhöhung bekommen. Ja, wir sind gleich auf mit Bram. Ja, aber nur wenn wir ihn... Also, ach komm, das ist doch echt nichts. Oh Gott, das zumindest gibt's doch sofern nicht. Bram nicht sein Veto bei einem von uns nutzt. Also bei mir wahrscheinlich. Du hast aktuell potenziell 1,2 Millionen, Jay. Christian hat aktuell potenziell 500.000. Ich bin aktuell bei potenziell einer Mio, auch 1,2. Also natürlich bist du mein Konkurrent. Mathematik. Bram geht nur auf mich, ey. Oh, Bram könnte aber ein bisschen gönnen. Das ist Karma. Nee, das ist eigentlich smart, weil du der Stärkste bist. Ja, war ich ja nicht am Anfang. Nee, aber das war dann auch klar, das hat für mich den besten Vorteil, ist natürlich alle euch auf einem niedrigen Job zu halten. Du kannst ja natürlich niedrig halten. Kannst ja natürlich so hinlegen, wie du möchtest. So, dann Veto jetzt dein letztes Mal Veto rein. Tu ich auch. Bitte Leben fortsetzen. Das ist nett. Geil, kriegt da auch noch Geld, ey. Ich kotze. Oh Jay, was hast du denn da gemacht? Fisch gefickt. Ja, du bist halt ein Pimp. Ja, wahrscheinlich ein Seeigel, ey. Du hast einen Seeigel, aua. Ja, hab meinen großen Seeigel mal gezeigt. Aua. Boah, dann verkauft er sich sogar ein neues Auto. Das hat nicht was kostet. Dass man das nicht auswählen kann in dem Spiel. So wie bei Häusern, also, dass du dir ein geiles oder nicht geiles Haus, also Auto kaufst. Einen geilen Oktopus. Ja, wirklich. Oh, schade. Boah, die 8. 7 hätte geschmeckt. Wie viele Vetos haben wir noch? Ich hab 2, Sepp hat 2 und Chris hat 2, ne? Ja. Ja. Das heißt, sie haben noch... Was? Irgendwer hat schon 2 benutzt. Wer war denn Bram da? Hat Bram. Alle genutzt. Ich hab alle benutzt. Das heißt, wir haben noch 6 Vetos, die wir potenziell Bram reinschieben können. Wieso mir? Du bist genau punktgleich mit mir. Das glaube ich nicht. Doch, das ist aber so. Ich werde jetzt wählen, weil ich ja, mach mal. Ausgezählt. Naja, ist okay. Du kannst das gerne machen. Du bist punktgleich mit mir. Du kannst das versuchen, klein zu reden, aber das ist die Wahrheit. Potenziell. Ja! Boah. Oh, die 4 habe ich gekriegt. Die 4 ist es aber auch. Die 4 sind wirklich. Die 4 und die 10, ne? Oh mein Gott. Ich muss nicht weiter drücken, oder? Du kannst dagegen wehtun. Du kannst. Das ist aus der Lobby raus. Wer keine Steuern zahlt, fliegt aus der Lobby. So nämlich. Die 4 ist schon eine gute Zahl, muss ich sagen. Ach, boah, meine Güte, was ist das denn? Ich habe schon 2-mal die Gehaltsfälle und 2-mal Steuern getroffen. Oh, what the fuck. Was ist das denn, Bram? Ja, da bin ich mit der Maus gegen die Tastatur gekommen. Das sieht aus wie Cheaten. Oh, Steuer, Steuer, Steuer! Ja, komm. Nicht nochmal Steuer. Steuer, Baby! Oh ja, die 100 nehme ich. Ist okay. Veto. Kann man so ein Lachs sein? Kann man so ein Lachs sein? Ja, unter Wasser geht das nicht gut. Wie kann man so ein Lachs sein? Das ist gut, ja. Da kommt das zweite Haus. Hallo! Tja, kaufst du jetzt noch eins oder willst du eins verkaufen? Ui, Jay. Ja, die Mio, oh. Jay! Wow! Komm schon! Tempelkammern. Nein, nice. Nimmst sogar den Schuldschein. Man hat da potenziell 1,9 Millionen und die Krone. Ja, aber er hat vor allen Dingen einen Schuldschein. Der haut rein. Ja, aber so weit zu... Krone hat er nicht. Und so weit, dass ich die ganze Zeit als Arm darstellen, ne? Bin ich ja auch.
Also du bist ja, du kriegst ja noch super viel Kohle. Du bist im Minus, ne? Und ja, sehr. Also du hast trotzdem, 1,9 Millionen und eine Krone. Heißt, dein Potenzial ist aktuell bei 2,4. Meinst du es bei einer? Also unter 2,5 hast du hier, glaube ich, auch generell selten gewonnen. Ja, würde ich auch sagen. Christian und ich sind eh raus. Ja, ich sowieso. Ich tut mir leid. Aber wir können ein bisschen reinficken. Ja, das ist richtig. Was? Da sagt er, wir können ein bisschen reinficken und nimmt dann nicht. Ach so, nee, da kann ich ja verlieren, da kann ich die ja feeden. Das ja, aber ist ja das wir sind ja eh am Arsch. Ich mach das auf jeden Fall, wenn er bei mir kommt. Nee, ich kann ihm doch die Krone abnehmen, Christian. Der hatte nur 3. Geil. Jetzt prescht er natürlich nach vorne. Natürlich rase ich da auch noch volle Kanne durch. Ja, ja. Mal die 4 bitte. Nee, eine 8. Also wirklich gerade, ey. Wir müssen ja auch langsam mal fertig werden. Ja, wirklich. Ja, wir müssen auch echt mal langsam fertig werden, ja. Get gigantic sunglasses oder play the lottery. Ey, ich muss schon immer riesige Sonnenbrillen haben. Mega geil. In der vor allem auch wichtig unter Meer. Eine Taucherbrille. Ja, aber da ist doch... Da ist doch auch Sonne. Ja, natürlich rot. Diesmal hätte ich dir die 10 gegönnt. Eieiei. Abraham, jetzt kommt es drauf an. Oh Gott, worauf kommt das an? Du siehst jetzt. Oh, ich habe Geld bekommen, Leute. Ich habe die 9. Stimmt, jetzt. Ja, du hast den neuen Beruf. Ja, ja. Bram geht nach rechts. Ja, ist das ein Befehl? Das ist ein Befehl. Das ist auf jeden Fall ein Befehl. Oh, die 4! Oh, Gott sei Dank. Ach, die 4. Oh, ich glaube, oh. Bram geht heiraten. Ja? Ja. Ja, heiraten. Uiuiui. Jetzt hab ich nur einen, ne? Vergisst bei euren Vetos den 2,4 Millionen Jay nicht, ne? Vorbei. Gerade war es nur 1,9. Ich krieg ja 5, kann ich die 500.000 jetzt du her? Du hast eine Krone bekommen. 1,9 Millionen Euro in Häusern und die Krone auf Immobilien. Die Krone ist 600 mittlerweile wert. 400? 2,3. Ah. Dann 2,3. Da kann man ja auch mal sich vertun. Du kannst nicht ruhig ja kleinreden, du bist trotzdem über eine Million vorne. Werden wir ja sehen, wenn ich gleich verkaufe meine Häuser. Du bist potenziell über eine Million vorne. Minus 50.000 jetzt. Also aktueller Jay an Geld minus 200. Ne, minus 190, oder? Ne, der zwei Schuldscheine. Ja, Jay, geh mal risky. Okay, warum auch immer ich das abkriege, ey. Weil du mit Abstand der Erste bist. Bin ich halt nicht. Nee, du hast nur nicht. Ah, du hast 400.000 Punkte für die Krone. Minus die 200.000 für die Schuldscheine plus 1,9 Millionen für die Häuser. Ich krieg 1,5 Millionen für meine Häuser, Bram. Das hat eines doch 1,9. Oh, ja, aber wenn ich bin doch für Jay, kauft was. Ja, ich muss jetzt verkaufen. Was? Aber ja, ich kann nicht noch was tauschen. Das ist doch 1,9. LOL. Das hast du? Das hab ich nicht gehört. Genau als du geklickt hast. Das waren keine 5 Sekunden, die du gewartet hast. Bin ich davon ausgegangen, dass jetzt noch was kommt, ehrlich gesagt. Ja, tja. Ist natürlich gut. Weil das natürlich dich voll ins Minus ballern würde, aber ey. Da kommst du jetzt nicht raus. Ja, dann hab ich halt Letzter. Du musst Hab ich ja disqualifiziert, ist halt so. Ja, ihr habt das nicht verstanden. Ja, du musst halt länger als 3 Sekunden. Also das ist richtig. Da zockt er sich natürlich auch direkt die Mio. Das hätte ich eigentlich gedacht, hätte die direkt. Oh, gut, ey. Eine 1. Jay, das Veto, ich hab jetzt auch nicht mehr gegen Chris. Gegen Bram. Ich bin dann raus. Nee, ist okay. Du warst dann halt, also bist halt wirklich in Führung. Also deshalb ist halt nicht unwahrscheinlich, dass man dich auch wehtut. Danke, Lukas. So.
Ach, die Musik ist das Einzige, was hier noch schön ist, ey. Dann ist Sepp jetzt bei 1,4, 1,1. Uff, uff, uff. Hm, jawohl. Ey, komm, ich brauch ein bisschen. Wobei, du bist echt die ärmste Sau gerade. Muss man dir leider lassen. Geil, ich bin fertig. Leck mich doch am Arsch. Christian. Christian. 100.000 raus. Ab in Rente, Freunde. Er macht es. Oh, guck mal, da gibt es das sogar noch. 1,2. Okay, es sind 300.000 bis dahin. Was haben wir denn hier jetzt Schönes? Geil. Hat mich jemand davon ab, einen besseren Job zu nehmen? Naja, das bringt eh nichts mehr, glaube ich. Ah, gibt noch zweimal Gehalt, oder? Ach stimmt, meiner wurde ja gar nicht gezündet. Mein letztes. Oh. Hä? Nee, jetzt ist es egal. Jetzt. Nimm mal Koralleningenieur. Ich hab gedacht. Ja, ich nehme Koralleningenieur. Gib mir die 4. Okay, die 5. Alles klar. Jetzt habe ich nichts mehr. Aber Christian, du hast kein Veto mehr und Bram hat auch kein Veto mehr. Nee. Das ist richtig. Das heißt, ich habe noch ein Veto, okay. Oh, nimm doch die 5! Ah, schade, ey. Der ist schon drin. Nice. Der ist drin. Jetzt kriegt er noch sein zweites Hütchen. Ist der bei Knopf? Ja, immerhin 142.000 Profit. Über 2 Mios ist er. Bin der eh raus. Uff, Tetre. Ich glaube, die Sparschweine hast du auch so, oder? Nein, ich bin halt eh disqualifiziert. Ja, ich wollte nur wissen. Also hättest du dich anders entschieden, wenn du nicht raus wärst? Ja. Dann wärst ich du. Ich hätte versucht, mein Sparschwein zu gangen. Ja, doch. Uff, Tetre. Kann ich dann noch verteidigen, die 400.000? Krass. Aber unabhängig davon, was mit Jay jetzt passiert ist, ist krass, wie weit der vorne ist, obwohl der so gegängelt worden ist. Ja, ja. Safe. Ja, das hat er halt auch gut gemacht, ne? Hat er gut gemacht, definitiv. Wir krippeln alle um 1 Million rum, der ist aber bei 2 als einziger. Ja, wir haben sehr hoch gewürfelt. Normalerweise haben wir viel mehr Geld. Ja. Also normal kommen wir. Wie viel Geld viel über 2? Ja, ich glaube 2 noch, ja. Das weiß ich nicht. Hast du gerade nachgeguckt? Ah ja, doch, das lohnt sich ja. Natürlich lohnt sich das. Wie viel kriegst du denn gerade? Was denn? Wie viel kriegst du denn gerade? 200.000, weil keiner dagegen wehtun kann. 100 krieg ich gerade. Und jetzt dann kriegst du 200 mehr. Und ich krieg noch die Mütze, weil die ist wichtig gegen Bam. Oh, nochmal 100. Ah. Stimmt, ich wollte gerade sagen, Alter, eine 2, das ist ja wieder voll wenig, aber ich gucke ja nur nach ohne Schwarz. Er war lucky. Ja, Bram, gönn nochmal. Ja gut, das ist ja egal. Nee. Warte mal, Bram hat... 90.000. Also Bram könnte ich ja eher auf dem Risikoweg sehen. Ja? Ja. Alles klar. Dann sind alle Videos raus. Ja, schön. Steuern? Nee, okay. Alle Chancen. Sollen keine Steuern, sind es okay. Ja. Ist nur ein Viertel des Rates Steuern. Das ist richtig. Oh no! Und jetzt sind die Steuern. Boah, Alter. Ja, damit bin ich wohl mit Abstand letzter. Na, weiß ich nicht. Ja, ich habe keine Krone. Ach, deine Krone ist ja weg. Stimmt. Beide. Stimmt. Das hat ein hartes Battle zwischen dir und Christian. Christian, ja, das so viel schwarz Dings würfeln. Einer von euch dreien gewinnt hat. Ich kann nicht gewinnen. Ja, Bram hat keine Krone mehr, ne? Das ich ist hab schon keine Krone mehr und die werde ich auch nicht kriegen auf den drei. Also vielleicht schon, aber das ist mittlerweile echt unwahrscheinlich auf den paar Feldern. Gehalt ballert jetzt. Das darf ich nur nicht auf Steuern kommen. Mann, dance off, das ist doch eine Chance für mich. Ja, ich hab leider kein Veto. Ich geb dir noch mal eine Chance. Jetzt? Er gibt mir die Chance. Mann, ich bin auch so kacke. Alter. Okay, komm schon. Aber selbst dann ist das schon sehr hart für dich. Oh, Christian, 2 ist gut.
Ja, aber darum geht es. Oh. Nice. Das hat Bram echt 200.000 daraus gekriegt. Bitteschön. Guck mal. Du arme Wurst. Ja. Jetzt muss ich nur noch 400.000 aufholen. Oh, Scheiße, Alter. Mach ich doch. Ach, ja, gut gebumst worden noch am Ende. Schade, schade. Ja, ab in die Pensionskasse immer wieder. Ja, ne, ja, das wäre jetzt aber auch echt. Das wäre jetzt aber auch übertrieben gewesen, Christian, muss man ehrlicherweise sagen. Was? Wenn er jetzt dreimal hintereinander das Schwarze gemacht hätte, meine ich. Oh ja, oh, Bram, ja. Gönn! Alter. Naja. 10 ist eine gute Zahl. Naja. Jetzt hast du mich auch gut nach vorne gebracht. Keine Steuern, Bram, das ist doch ganz gut. Doch. Ja, doch. Oh, da ist ja noch ein Steuerfeld. Ja. Das tut jetzt aber lang. Alter, 100 Abos hat Tessia dagelassen. Holy shit. Oh, Tessia. Dankeschön, Tessia. Dankeschön, Tessia. Ja, das ist scheißegal. Wie kann denn der Zug da durchs Wasser fahren, Chris? Wie geht das denn? Was? Das ist der Blubzug. Der Blubzug. Ey, den machen wir Brettspielkampf, Sebastian. Was? Ach komm, das ist doch nicht dein Ernst. Boah. Naja, ja, Sepp, kann ja, mehr hast du auch Sepp nicht verdient, ja, ey. Sepp hat ja theoretisch auch noch die Chance zu gewinnen, wenn er die 200k sich holt, ne? Ja, das ist halt das. Das kann Christian hat auch reingeschissen. Was? Sepp ist so ein Trottel einfach. Hä, ne, der hat doch auch gewinnen können. Ja, aber hat er schon dreimal nicht. Dreimal. Ja, gut, das ist halt Pech. Das ist halt Würfelpech. Was meinst du, warum ich halt 2 Millionen hab und ihr halt nicht? Obwohl ich den schlechtesten Beruf habe mit Abstand. Würfelglück ist. Oder Aussuchglück. Oder ja, Cheaten, wie man es nennen Millionen möchte bei mir. Rot, rot, rot. Oh. Rot, rot. Was? Ja, Sepp, du sollst auch nicht. Du sollst nicht, ja, du sollst nicht gewinnen, ne? Komm, Bram, gönn. Oh, könnte. Ich gehe tatsächlich über nach Mionsziel. Krass. Nice. Komm, bitte. Du musst 2 Vorsprung haben. Du bist zu Herr Rochen gegangen. Ja, ich weiß. Aber vielleicht. Einer Vorsprung reicht doch. Ja, ich meine ich ja, aber du... Hä? Ja, sag mal. Welchen könntest du denn contesten? Keinen. Ja, klar. Denn doch, jetzt kann er doch contesten. Du nächste Runde. Buch und Schwein. Vielleicht gibt's ja noch eine. Dankeschön. I am Demon. Demon. Mein Gott. Ich weiß, das ist ein sehr dünner Sprung. Wieso contestest du dir das meins? Ja, weil ich das Herz nur da an... Das andere war nur das Herz. Nee, das Geld hättest du auch noch contesten können. Nein. Ja, würde ich auch an deiner Stelle. Ich konnte nur Herz oder Buch wählen. Man konnte auch nur Herz und Buch wählen, aber ich hätte auf jeden Fall auch das Buch genommen, weil das ist ja irrelevant. Absolut richtig, das ging ja auch nur. Du hast ja keine 3 zur Auswahl, das ist richtig. Hoch, hoch, hoch! Reicht 4? Reicht. 2, 3. Oh! Schade, okay. Alter, weißt du, ich gönn dir so richtig die ganze Zeit. Du hast mir richtig gegönnt. Weißt du, und dann betrayed er mich. Ja, ich hab dich doch gar nicht betrayed. Ich hab einfach, komm, jetzt drück doch nochmal die 100.000. Also ist denn fett denn überhaupt noch wieder? Ihr dürft nicht mehr würfeln, oder? Ihr dürft nicht mehr würfeln, ne. Dein Spiel ist vorbei. Yay! Jetzt geht er. Jay hat uns alle abgezogen, erstmal. Ja, aber es bringt ja nichts. Ja, gut, weil aber vielleicht hätte ich ja, krass. Wäre ich ja also, minus 520.000 Punkte gehabt. Naja, also das mit den Häusern verkaufen, der Schuldschein, der... Der hätte auf jeden Fall Aua gemacht. Ja, ich weiß, deswegen. Du hättest ja das günstigste Haus auch genommen. Aber hätte auch, das hätte Christian aber auch noch voten können. Nee. Ja. Klar. Ja, hätte ich aber nicht. GZ, Sepp. Boah, wie ich gebummt. Wie Jay sich auch mal trotzdem versucht, die ganze Zeit klein zu reden hat, ey. Nein, aber ist doch richtig von Jay. Ich finde das eher ein Hart von Jay. Hä, das war ja auch so. Du hattest doch mit Abstand die besten Berufe. Ja, aber du hast trotzdem die ganze Zeit das meiste Geld. Ja, das stimmt. Du hast irgendwann die Kronen verloren. Das stimmt. Ja. GZ!
Das war mal wieder Game of Life 2. unter Wasser diesmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.